Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist tatsächlich wieder soweit. Es ist ein Monat um. Wir haben den ersten. Ab sofort kommen die Videos am 1. immer um 18 Uhr. Das heißt, wenn es sich mit einem anderen Video überschneidet, haben wir dann halt nur ein Video an dem Tag. Aber ich denke, das ist eine coole Uhrzeit, das um 18 Uhr zu machen. So steht es auch in den Kommentaren unter dem letzten Video. Ich habe nämlich gefragt, was ihr davon haltet. Und also viele haben gesagt 10 Uhr, viele haben mir auch gesagt 18 Uhr. Wir machen jetzt einfach am 1. um 18 Uhr. Dann überschneidet sich das nicht. Und dann passt das. Was machen wir heute? Ich würde sagen, als allererstes fangen wir mal an und gucken, was eigentlich in diesem Monat so passiert ist. Echt der Wahnsinn, wie die Zeit fliegt. Na, als allererstes, ich war gestern Abend, ist jetzt gerade Freitag, auf der Brabus Signature Night. Wirklich meinen vollsten Respekt, was die ganze Firma Brabus abgeliefert hat, speziell Konstantin. Es ist eine Mischung aus Autos und Fashion, also es ist eine Art Modenschau für Autos, wo Brabus ihre neuesten Modelle vorstellt. Das heißt, es war wirklich so ein altes Industriegebäude, alles abgehangen, alles dunkel und dann geht ein Vorhang auf und die Autos fahren rein mit Lichtshow, mit Videoshow, wirklich, war wirklich cool. Wirklich, wirklich. Wenn ihr Interesse habt, euch das auch anzugucken, bei YouTube ist das, ist die ganze Show online, lohnt sich auf jeden Fall, sind einige neue Autos dabei. Das Ganze gucken wir uns aber vielleicht vor Ort nochmal an. So, nun zum letzten Monat. Aber an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und meinen vollsten Respekt habt ihr, das ganze Team, echt mega, was ihr da abgeliefert habt. Einfach geil. Monatsupdate, wo haben wir es denn? So, ja, es ging direkt los mit Bennys BMW. Ich habe mittlerweile E36-Liebe in mir entdeckt. Früher fand ich immer E46 geil, jetzt finde ich mittlerweile E36 auch geil, E30 auch geil, E92 auch geil, eigentlich alle Dreier geil. Benny hatte ja vorher einen Kompressor drin, hat jetzt umgebaut auf Turbo. Passt einfach zu uns besser, weil Turbo, klick, 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 100 PS mehr. Kompressor muss man immer wieder an die Hardware ran, wenn man mehr Leistung fahren will. Deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass er mit Turbo am Ende einfach glücklicher fährt. So war es auch. Erster Trackday-Einsatz. Alles funktioniert. Alles bestens. Ich bin leider noch nicht mitgefahren. Ich glaube, er ist am Bilzerberg 1,55 oder 54 gefahren, was schon echt schnell ist. Und wir haben besprochen, dass er ähnlich wie ich beim Abarth mal die Abstimmung unten raus soft machen soll und mit steigender Drehzahl, steigenden Ladedruck und steigender Leistung auf ungefähr 500 PS. Das hat er auch gemacht und ja, fährt gut. Bin noch nicht mitgefahren, kommt aber noch. Dann habe ich wirklich eine ganze Woche durchgeschraubt und habe für den Abarth diesen Unterboden und Diffusor gebaut. Wirklich krank, aber geil. Wirklich geil. Also jedes Mal, wenn ich das Auto jetzt auf der Bühne habe, den vorderen Teil gibt es zu kaufen von Calamuro. Ich habe im letzten Video außerdem Spanien gesagt, aus Italien kommt die natürlich. Vorne Carbon, dahinter Diffusor und es war tatsächlich das so viel gebracht hat, dass in der ersten Runde, die ich gefahren bin, die Hinterräder geschliffen haben. Also er muss auf der Geraden so einen Anpressdruck erzeugen hinten, dass die Räder tatsächlich im Radkasten geschliffen haben. War Action des Todes, aber war wieder so eine typische Sache, es gibt ja so Sachen, die baut man nur einmal und ich habe mir in dem Fall gleich gesagt, deswegen habe ich es auch jetzt erst gemacht, es muss so gebaut werden, dass man es am Ende einfach zerlegen kann. Und es war auch schon so, ich habe öfter den Diffusor schon abgebaut. Deswegen bei solchen Sachen ist wirklich immer ganz wichtig, es gleich so zu bauen, wie man es später, also man muss an später denken, dass man es auch gut wieder zerlegen kann. Dazu haben wir ja gleich einen Titanauspuff gebaut. Wirklich, jetzt ist ab Turbolader Titan. Vorher war der Endtopf hinten in der Mitte, jetzt habe ich nur noch einen Endtopf in der Mitte von Fox und das Endrohr mündet quasi in den Diffusor. Ich hätte gedacht, dass es viel, viel lauter ist, aber es ist echt human und klingt auch echt geil. Und dann kommt der komplette Unterboden drunter, es ist alles geschlossen, wird aber trotzdem nicht zu warm. Also alles blendend, alles bestens. Daraufhin sind wir dann natürlich auch wieder ein paar Mal Bilzerberg gefahren. Auto fuhr damit jetzt extrem safe auf der Hinterachse. Das heißt, wir konnten wieder anfangen, vorne wieder mehr Sturz reinzumachen und jetzt wieder Traktion auf der Vorderachse wieder nachzulegen. In Summe passt das Setup jetzt aber richtig gut, weil wir haben tatsächlich vorne 90 Grad, hinten 75 Grad Reifentemperatur. Ich erinnere euch, als wir angefangen haben, musste ich tatsächlich Heizdecken hinten drauf machen, um die Reifen überhaupt warm zu kriegen. Und dann, trotz Heizdecken, habe ich sie von der Temperatur immer runtergefahren auf 40 Grad. Und jetzt kommen wir schon auf 75 Grad. Also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Kommen wir auch zum nächsten Punkt gleich. Ich konnte tatsächlich eine neue Bestzeit mit dem Abarth auf dem Wilzer Berg fahren. Zur Erinnerung, wir haben bei 2 Minuten 17 angefangen. Jetzt sind wir bei 1:52:10. Geht langsam in die richtige Richtung. Ich sehe da immer noch sehr viel Potenzial, sowohl in mir beim Fahrer, man muss einfach mehr fahren, als auch in dem Auto. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich mache da natürlich weiter. Ich habe noch weitere Ideen. Ich denke, 2-3 Sekündchen werden mit dem Auto auf jeden Fall noch kommen demnächst. Aber es ist wirklich für mich aktuell das Projekt, was mir am meisten zurückgibt, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Auto auf irgendeiner Rennstrecke fahre, und es waren jetzt mehrere Rennstrecken mittlerweile schon, es ist einfach cool, wie sehr dieses Auto schon gefeiert und akzeptiert wird. Also, egal wo ich hinkomme, die Leute wissen halt einfach, dass es eigentlich eine Basis ist, die jetzt nicht unbedingt dafür gemacht ist, um auf der Rennstrecke schnell zu sein, aber das Auto funktioniert halt und liefert ab, und die Blicke von anderen Leuten drumherum, wenn es auf der Gerade geht und auf einmal beschleunigt das Ding genauso wie in einem M3. Aber geil, ich wirklich traue um keine Sekunde, die in dieses Auto geflossen sind. Ist einfach geil. Und ich persönlich selber lerne so viel dadurch, fahrerisch als auch technisch, einfach. Perfektiko. Dann haben wir einmal in den Limo-Motor reingeguckt und haben dabei festgestellt, dass wir nichts feststellen. Also sieht alles tipptopp aus. Ist alles Taco. Keine Ahnung, wo das Öl herkommt. Wir machen jetzt Folgendes. Der Motor ist schon wieder komplett zusammen jetzt. Sind die neuen Lader dran. Alles nochmal ein bisschen hübsch gemacht, dass der jetzt einfach final zusammengebaut wird. Im Titanwaren werde ich jetzt natürlich einen Titanauspuff bauen. Für dieses Auto auch, dass ich den ganz normal einfach laufen lassen kann, und dann werden wir sehen, wie sich das mit der Ölerei verhält. Ja, sonst mit Mike eine Do-it-yourself-mäßig eine Stoßstange repariert, immer wieder krass. Mike, alles was mit Kunststoff zu tun hat, das geht bei dem einfach wirklich, sieht einfach spielend leicht aus, und das Ergebnis ist am Ende dann einfach geil. Einen letzten Punkt sehe ich hier noch, die PS-Days. Da kommen wir nämlich auch wieder zu der Zukunft, also beziehungsweise zum Juli. Die PS-Days haben eingeladen auf dem Wilzer Berg zu einer Presseveranstaltung, und ich durfte im Rahmen dieser Presseveranstaltung einen kleinen Trackday mal wieder machen. Das heißt, ich habe meine ganze Bande mal wieder eingeladen, dazu ein paar neue Gesichter, und wir konnten einen Tag lang mal wieder komplett ausrasten auf der Rennstrecke. War mega geil, Wetter hat mitgespielt, war Bombenwetter, Sonne, traumhaft. An der Stelle nochmal vielen Dank an die PS Days, vielen Dank an den Wilzer Berg, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir dort einen so schönen Tag verbringen konnten. PS Days, ganz wichtig, finden statt, logischerweise. Jetzt, genau in einer Woche, geht's los. Das heißt, nächste Woche Freitag, das ist dann der 7.7., ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 12 oder 14 Uhr, geht's los. Wenn ihr noch keine Tickets habt, gönnt euch ein paar Tickets im Ticketshop. Mit dem Code Philipp20 gibt es 20%. Kommt vorbei, weil ultra krasses Rahmenprogramm. Also es gibt natürlich unsere Ausstellerhalle, dann gibt es die Showstrecke. Die Showstrecke wird dieses Jahr zusätzlich auch noch von der Late Night befahren. Dann gibt es draußen sowohl eine Monster Truck als auch eine Motorrad-Stunt-Show. Es gibt wieder eine Kartbahn, ich werde ein Kartrennen machen. Und jetzt kommt's. Wir machen eine offizielle Aftershow-Party im Funpark. Der Funpark war längere Zeit geschlossen, und jetzt kann man ihn wieder mieten, um dort eigene Partys zu machen. Genau das haben wir gemacht. Dort findet die offizielle PS-Night, die offizielle Aftershow-Party von den PS-Days statt. Es gibt 1000 Tickets. Link ist in der Videobeschreibung. Seid schnell. Kostet nur 10 Euro das Ticket. Das ist wirklich der Selbstkostenpreis, den wir einfach brauchen, um diese ganze Party auf die Bühne zu stellen. Es gibt keine Kleiderordnung, keine Bedingungen. Habt einfach alle Spaß. Kommt, lasst es richtig krachen. Es geht direkt um 20 Uhr los. Das heißt, wir können alle zusammen vom Messegelände über den Messeschnellweg, da ist eine Brücke, so ein Skywalk, zum Funpark gehen. Da wird dann draußen ein bisschen was aufgebaut sein. Das heißt, es gibt draußen wahrscheinlich was zu essen, zu trinken, und jeder, der halt Bock hat reinzugehen, kann reingehen. Main-Bereich, natürlich Sunshine Live. Christoph Werner ist ja eh Partner von den PS Days. Das heißt, es war klar, dass der dort auflegt. Es wird so ein bisschen so eine Millennium-Party. Also der Main-Bereich wird auf jeden Fall in Richtung Elektromucke gehen. Und dann gibt es hier aber noch einen R&B-Bereich. Da wird Mr. Wild am Start sein. Der eine oder andere kennt ihn ja vielleicht aus dem Video von mir auf der Essen Motorshow letztes Jahr. Der kümmert sich um den Glitbeak-Bereich. Sonst keine Kleiderordnung, gute Laune, seid nicht zu betrunken. Wodka und Bier, aua!
ganz normal Getränke an der Bar kaufen. Es gibt alles, es gibt keine Grenzen. Es wird ein richtig geiler Abend. Ich freue mich wirklich drauf. Also es wird richtig gut. Weil wir haben bisher schon immer mal irgendwelche Partys gemacht, die waren dann leider kleiner. Das heißt 200, 300 Leute und sofort war es voll. Diesmal ist es wirklich eine Party für jedermann. Ihr könnt alle kommen, einfach nur ein Ticket kaufen. Wir machen die Butze komplett voll und können alle mal zusammen einen Abend verbringen. Das sind ja auch einige Stunden, weil es geht von 8 bis 3. Das heißt, da wird genug Zeit für das ein oder andere Bierchen oder das ein oder andere Pläuschchen miteinander sein. Ich freue mich. Ja, an dem Tag der PS Days droppen wir übrigens auch eine neue Klamottenkollektion, die Mali Boost Kollektion. Sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt von der Fliege hier. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Nächste Woche Freitag geht die Kollektion online. Schade, dass Joni gerade nicht hier ist, weil der hat extra so eine elektrische Fliegenklappe. Der würde jetzt hier sich um die Fliege kümmern. Ansonsten, Juli steht bevor. Was machen wir? Wir werden auf jeden Fall Marius Golf starten. Mal gucken, ob der bis zum PS Days vielleicht sogar läuft oder fährt. Dann geht es natürlich auf den Prüfstand. Genau das gleiche ist natürlich mit Limo. Alles zusammenbauen, anmachen, gucken, ob Ölerei weg ist, Kraftstoffsystem fertig bauen und auch da auf den Prüfstand. Und Ende Juli, 29. Juli, sind wir auf dem Kartrennen von Thermotech. Martin macht ein Kartrennen, ich glaube 2 oder 3 Stunden, ich weiß gar nicht genau. Und wir werden als Team auf jeden Fall anreisen, werden auch mitfahren. Das erste Mal Kart fahren für mich auf einer richtigen Kartstrecke Outdoor. Also jetzt nicht so eine Mietbahn mit so 8 PS Karts, sondern ich glaube, das ist schon ein anderes Kaliber. Das ist schon ein bisschen schneller. Klar, wir werden auf jeden Fall wieder auf dem Bilzer Berg sein. Und ja, volle Konzentration auf die PS Days. Okay, gucken wir noch ein paar Fragen. Und dann haben wir auch schon wieder eigentlich alles geschafft. Achso, ja, wir wollen auf jeden Fall im Juni den Barren mal ausgiebig testen. Der läuft nämlich auch, ist fertig. Wir müssen uns jetzt um die Eintragung des Motors kümmern. Der kriegt noch ein richtig schönes Drechsler-Differential hinten. Da werden wir auf jeden Fall nochmal uns die Fertigung bei Drechsler angucken. Das war letztes Mal während Corona leider nicht so einfach möglich. Und dann wollen wir mit dem Auto fahren. Eigentlich wollen wir da auch ein bisschen Dönings mitmachen. Das steht im Juli auf jeden Fall noch an. Und jetzt Top-Kommentare. Ja, ganz viel sagte ich ja schon. Hier geht es erstmal um die Uhrzeit. Wann, wie, wo, was, welches Video etc. Vielen, vielen Dank schon nochmal wegen dem Support. Ja. Dann ganz viele Fragen. La Cisée Abarth ist auch heiß in der Planung. Werden wir auf jeden Fall angehen. Könnte man jetzt tatsächlich auch mal im Juli machen. Weil jetzt ist das Auto so weit, dass ich sage, jetzt funktioniert er, jetzt liefert er ab, jetzt kann man den fahren. Und genau deswegen müssen wir das mal angehen. Schön wäre mal ein 10-Jahres-Rückblick. Ja, das wäre wirklich geil. Aber dieses Material zusammen zu sammeln ist halt wirklich, das ist halt wirklich Action. Also Leute, ich schreibe euch nochmal hier. Ihr könnt liebend gerne in diesen Kommentaren Fragen stellen. Ne? Eigentlich war das ursprünglich mal so gedacht, dass ich euch hier Fragen beantworten kann in dem Monatsupdate-Video. Aber irgendwie ist hier nicht mehr viel mit Fragen. Also klar, ich hatte die Frage gestellt wegen der Uhrzeit. Da sind natürlich jetzt viele Fragen. So viele weitere Fragen sind hier nicht. Kommt mal ein Mercedes-AMG-Projekt. Ich habe ja noch den Strich-8er. Den haben wir irgendwann mal auch angefangen. Ganz früher, vor 10 Jahren, wollte ich da ja mit 2JZ-Technik einbauen. Der Motor war sogar schon fertig in dem Vorderwagen. Wir blenden mal ein Bild ein, wie das Ganze aussah. Dann haben sich aber die ganzen Zeiten geändert. Es ist alles strenger geworden mit Eintragung, mit Straße und Fahren und so weiter. Deswegen habe ich das dann verworfen. Das Auto steht aber seitdem als Rohkaraus immer noch so und muss halt einfach fertig gemacht werden. Heißt, muss schon noch lackiert werden und so weiter. Wird es irgendwann nochmal sowas wie den Fast Friday geben? Fast Friday für die, die vielleicht neu auf dem Kanal sind. Ich habe immer den ersten Freitag im Monat unten im Ladenverkauf aufgemacht. War wirklich geil. War richtig cool, um einmal im Monat einfach zusammenzukommen. Würde ich sehr gerne wieder machen. Aktuell ist es halt leider meine, in Anführungsstrichen, Schrauberbude da unten. Das heißt, aktuell kann man nur zur Abholung was bestellen. Dafür muss ich mit dem Thema Halle weiterkommen. Das steht auch für mich jetzt im Juli fest auf dem Zettel, dass ich da vorankommen muss. Deswegen habe ich den Juli auch relativ freigehalten. Also im Juli könnt ihr euch auf Thema Halle freuen. Und sobald das absehbar ist, dass ich die ganzen Projekte aus dem Ladenverkauf rauskriege, dann können wir auch über den Fast Friday wieder reden. Gerade zum Winter hin, wenn es wieder ein bisschen kälter wird. Hier haben wir noch eine Frage. Titankäfig von Hegemann. Hegemann ist die Firma, wo Jean-Pierre gerade den Rohrrahmen für den Golf 3 bauen lässt.
Und ich habe mir das Video natürlich ganz genau angeguckt und muss wirklich sagen, einen Titankäfig, wie sie den für einen Porsche bauen, das wäre es definitiv für die Limo. Da müssen wir dieses Jahr nochmal angreifen. Also ich würde eh gerne einen Käfig reinmachen, das hatten wir schon besprochen. Den dann in Titan und wirklich in ganz dezent ins Auto reingebaut, dass er wirklich mich nur als Fahrer schützt. Das wäre, glaube ich, technisch nochmal allererste Sache. Aber erstmal muss die Technik da jetzt zuverlässig laufen und dann geht's weiter. Ja, meine Lieben, ich kann ehrlich gesagt keine Fragen beantworten, weil hier sind keine Fragen. Also an der Stelle nochmal den Aufruf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ballert sie bitte hier in den Text rein. Kommt zu den PS Days, Freitag bis Sonntag, jeder Tag wird sich lohnen. Samstagabend ab 20 Uhr die PS Night, die offizielle After-Show-Party von den PS Days. Und ja, danke für alles. Danke fürs Zuschauen. Ein bisschen kürzeres Video diesmal, macht nichts. Hab ja auch noch genug Stress mit den Messevorbereitungen wie immer. Aber wird geil, wir sehen uns. Wir lassen uns auf der Showstrecke ordentlich fliegen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und danke, tschüss und bis in Hannover oder bis zum nächsten Mal.